Das ist ein Funk. 31845. Ich habe kein Handy. Ah, jo, wir haben... Scheiße, wir haben ja gar nichts mehr, weil wir gestern gestorben sind. Wir müssen erstmal gerade wieder an Stuff holen. Das Lustigste war doch, als das Auto auf deinen Kopf fiel. Boah, das wirklich, das war super witzig, oder? Das war super lustig. DJ Kot, 32 Monate, Dankeschön. Jetzt schaue ich aber wieder am TV. Ach so, ich habe gerade verstanden, du schaust jetzt lieber TV. Und dann, also am TV verstehe ich, oder selbst wenn du einen anderen Stream guckst. Okay, verstehe ich auch, ne? Also ich meine, Community-Server oder GTA selber ist halt auch einfach nicht jedermanns Sache. Aber also lieber grundsätzlich Fernsehen zu gucken, ich weiß ja nicht. Hola. Schönen guten Tag. Ich bin nicht im Dienst. Eine Sache noch, ich bräuchte noch eine Freischaltung. Was brauchen Sie? Eine Freischaltung bei... Auf dem schwarzen Brett, wie ist Ihr Name? Genau, Mike Graf. Aber Sie sind schon eingestellt, Herr Graf. Ich habe mich schon eingetragen, ja. Okay, jetzt sehen Sie das neue schwarze Brett. Lesen Sie das 26 Mal durch. Gut, mache ich. Und gehen Sie aus der verfickten Tour raus, Sie sind fett. Wirklich dieser abgefuckte Chief, ne? Ich spiele den aber auch einfach gerne, ne? Via Tablet kannst du dich auch in den Dienst melden. Ja, die Funktion ist da, das funktioniert aber nicht. Herr Lopez. Herr Koseberg. Hallo. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Ganz okay, soweit würde ich sagen. Sie haben ein blaues Auge, was ist passiert? Ich hatte ein paar Motorradunfälle. Ich wollte mich mal auf dem Motorrad probieren und leider bei einer kleinen Verfolgungsjagd, wo wir Herrn Valeska stellen konnten, hat es mich, ja, ich habe ein Auto übersehen. Ist es so gewesen oder haben Sie einen Knutschfleck auf Ihr Auge gekriegt? Das hätten Sie wohl gerne. Aber nein. Nee, bei Ihnen bin ich mir nicht sicher, ob es nicht möglich wäre, dass Sie einen Knutschfleck auf Ihr Auge gekriegt hätten. Nee, ich habe mich leider langgelegt. Aber nicht nur einmal. Ich habe gemerkt, ich bin kein guter Motorradfahrer. Ja. Verstehe. Was machen Sie? Was mache ich? Ich komme gerade in den Dienst, aber ich muss mir nach gestern erst mein neues Telefon zulegen und allgemein meinen ganzen verfickten Scheiß zulegen, weil ich irgendwie nichts mehr habe. Ja, ich begleite Sie. Perfekt. Aber halten Sie nicht meine Hand. Darf ich was anderes halten, außer dem Mund? No. Gut. Wie ist gestern? Ach so, unser Geld, ne? Ich glaube, das ist nicht weg. Ich glaube, ich habe das auf dem Konto gehabt. Ich habe das gar nicht bar. Also ich dachte, ich hätte es bar gehabt, aber ich glaube, ich habe 48 Millionen auf dem Konto. Nein. Das heißt, wir haben den Tub gestern ganz umsonst gesucht. Das freut mich zu hören. Ich habe 48 Millionen auf dem Konto. Können Sie mir zwei leihen? Sie wollen irgendein verficktes Auto haben. Ist Herr Zwegert da? Ja, ich bin gerade schon mit ihm rumgefahren. Wir haben gerade schon eine Probefahrt gemacht. Wir sind nach oben in den Norden gefahren und dann meinte ich so, ich muss jetzt eigentlich wieder, ich wollte einkaufen gehen. Wie wollen Sie mir, wenn ich Ihnen 2 Millionen leihe für ein privates Fahrzeug, wie denken Sie mir, das jemals zurückzuzahlen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Warte, ich brauche noch keine Waffe. Ich nehme diese hier und dann brauche ich Munition. So, ich denke, das reicht, um sie zu erschießen. Bitte? Um Verbrecher zu erschießen, meine ich. Also, was brauchen wir noch?
ich kann Türen aufbrechen? Geht das wirklich? Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich probiere gleich eine Tür zu brechen. Gut. So, ich muss kurz nachladen. Okay, wir gehen uns gleich ihr Fahrzeug angucken und wenn ich es cool finde, leihe ich Ihnen möglicherweise 2 Millionen, aber Sie müssen mir bis dahin erzählen, wie Sie mir 2 Millionen wieder zurückgeben wollen oder dem Präsidium. Ich meine, das ist unser gemeinsames Geld. Das stimmt. Das kann ich noch nicht sagen. Also von mir aus können Sie mein Gehalt einbehalten, wenn Sie wollen. Was ist das für ein Geräusch? Das sind die Magazine, die Sie hier unten abstellen. Ah, die wackeln auf dem Boden. Ach, natürlich. Was auch sonst? Okay, so, mein Schlagstock habe ich, mein Taser habe ich auch, mein Shotgun habe ich und mein M4A1 habe ich. Perfekt. Achso, ich bräuchte noch Dietriche. Haben wir Dietriche? No. No. Okay, ich brauche ein verficktes Handy, das kriege ich hier nicht, oder? Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen 2 Dietriche geben, wenn Sie wollen. Oh, ich brauche ein geben Sie mir Dietriche. Aber ich brauche ein Telefon. Woher kriege ich ein Telefon? Okay. Das weiß ich nicht, leider. Kann ich nicht sagen. Das heißt, ich kann auch nicht in den Funk gerade. Kollege Cowboy. Ja, schönen Tag noch. Chief? Ja? Erstmal? Woher kriege ich ein Telefon? Eine Frage. Ich habe mein Telefon verloren, ich brauche ein neues. Ja, können wir gleich gucken. Aber ich habe vorhin auch schon durchgefunkt. Da hat vorhin einer einen Dispatch geschickt. Wie soll ich das sehen ohne Telefon? Nein, ich wollte ihn davon berichten nehmen. Sie. Dass ob man ihn anrufen könnte, habe ich natürlich direkt gemacht. Und seitdem ruft er mich ganz an, der wollte auch nur eine Nummer vom Polizisten haben. Also er ruft die ganze Zeit an und fragt dumme Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie sich persönlich, Assistant Chief und Chiefs, um solche Leute kümmern möchten. Was fragt ihr zum Beispiel? Was ist eine dumme Frage? Zum Beispiel habe ich gerade Ihr Auto geklaut und solche Sachen halt. Also nichts irgendwie, was richtig wäre. Sagen Sie dem, dass er Sie nicht belästigen soll, ansonsten sperren Sie den ein. Ah, okay. Ja, wieder Handy. Weiß nicht, vielleicht beim 24-7, ne, eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Fragen Sie mich was. Wir gehen mal gucken, danke. Jo. Ansonsten müssen Sie mir Ihr Telefon geben und haben selber keins. Niemals. Aber das ist dann nicht mein Problem, wenn Sie kein Handy haben. Oder ja, es muss doch hier irgendwo ein Handy geben. Aber ich gebe nicht meins ab. Warten Sie, ich hole das von einem Rekruten einfach. Kommen Sie rein, ist kein Motorrad, können Sie sich nicht verletzen. Warum liegt der fucking Motorrad hier in der Einfahrt? Herr Hosenberg, ich weiß es nicht. Motorrad? Nein, das ist nicht mein Motorrad. Sind Sie sicher, dass es nicht Ihr Motorrad ist? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es mein Motorrad ist. Warum sollte das da liegen? Das macht gar keinen Sinn. Wenn man schon bis hierhin gefahren ist, dann kann man das auch reinbringen. Sie blockieren die verfickte Ausfahrt mit Ihrem Motorrad. Es ist nicht mein Motorrad. Meins liegt auf der Autobahn. Sie haben es da liegen lassen? Ja. Ich musste mit ins Krankenhaus. Was winkt der denn? Ist das Lingling? Nee, achso, das ist eine Frau. Guten Abend, Herr Lopez. Hola, Herr Bereska. Ich habe eine Lieferung für Sie, die muss bezahlt werden. Was für eine Lieferung? Einmal die Arme aufhalten, ist ein bisschen mehr. Warum Sie das denn? 196.000. Wo zum Teufel haben Sie das her? Herr Schief? Ah. Auf jeden Fall nicht von Ihren Kollegen. Sondern? Möglicherweise doch von Ihren Kollegen. 15 und so viele Handschellen. Von welchem Kollegen haben Sie so viele Handschellen? Ich habe nicht nach dem Namen gefragt.
Eieieiei. Sie? Bei der Mall. Soll's Handys geben. Ah, ich sehe, dann fahre ich da gleich mit hin. Hier, legen Sie das mal irgendwo hin, wo man solche Dinge hinlegt. No, ich würde das... Scheiße, ich ziehe das an. Dann hoffe ich, dass das nichts Hässliches ist. Ah ja. So, ui. Jetzt können Sie gucken, wer sie wieder frei macht. So, wir fahren zum Mall. Ja. Danke, Herr Lopez. Gern geschehen. Mein Hund hat mich gerade angerufen. Er muss ganz dringend, ich muss eben kurz nach Hause rennen. Ich muss den Hund rauslassen. Ich habe ein neues Sofa gekauft und wenn, bevor der mir aufs Sofa scheißt... Nein, das lassen Sie mal. Ich schwöre, dass das keine gute Idee ist. Doch, das wäre die Bezahlung gewesen. No, das ist keine Bezahlung. Und jetzt machen Sie den frei. Okay, ich habe keine Schlüssel. Herr Boss, ich habe euch was Gutes getan. Ich habe den Valeska vorne aus dem PD-Wagen rausgetasert. Dankeschön, Kollege. So, jetzt haben wir den Spieß umgedreht. So, wir gehen, ne? Bekomme ich so ein Spielzeug, wie Sie in der Hand haben? Meine ich ja. Auf keinen Fall. Soll ich? Wie sieht es mit einer Waffenbesitzkarte aus? Haben Sie tatsächlich die ganzen Rüstungen, haben Sie die von einem Kollegen genommen? Nö, ich habe bei ein paar mehr gesammelt und vielleicht habe ich auch anderswo was gefunden. Mhm. Gut, warte. Das heißt, Sie müssen jetzt mit Ihrem Hund gehen, oder was? Ja, bevor der mir hier zu Hause in die Wohnung scheißt. Meine Sagen Fresse, Sie mal... dass diese Scheißhandschellen... Warte, ich mach's wieder los. Kann es sein, dass der Lopez einen Fesselfetisch hat? Ich weiß es nicht. Gut, ich melde mich gleich wieder. Aber ich... Zum Dienst. So nein, lassen Sie mich in Ruhe! Ja, warte, ich mach sie wieder frei und dann können Sie mit dem Hund gehen. Dankeschön, bis gleich. Herr Lopez? Sie. Frage, Waffenschein, wann kriegen wir den oder... ab wann gibt's den? Wenn ich Ihnen den gäbe. Okay. Und no, für Sie, Herr Valeska, gibt es natürlich keinen Waffenschein. Warum nicht? Warum nicht? Weil Sie ein Krimineller sind. Als ob ich einem Kriminellen einen Waffenschein ausstelle. Ehrlich gesagt, meine Waffennutzung ist definitiv sehr gering. Mhm. Aber wenn ich Ihnen den gäbe, musste ich Ihnen den schneller wieder abnehmen, als Sie gucken konnten. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Sie haben gerade versucht, meinen Kollegen zu entführen. Ja, aber ohne Waffengebrauch. Ich musste den armen Herrn Valeska gestern sogar in Schutzhaft nehmen, also er wurde verfolgt. So, was mit der Dame? Was möchte die hier? Ich glaube, die gehört zu den Herren. Die wartet auf mich. Gut, ich gehe mir jetzt ein Handy besorgen. Was mit den 196.000? Was für 196.000? Für das Dienstequipment. Moin. Für das Dienstequipment. Woher soll ich 196.000 nehmen? Sehe ich aus, als wenn ich reich wäre? Komm, wir fahren. Ja. Nee, aber der Staat. Der ist auch nicht reich. Wir können uns kaum eigene Munition leisten. So arm sind wir. Brauchen Sie welche? Dann sammle ich ein paar Ihrer Kollegen und sammle die Munition zusammen. Keinen Fall. Die habe ich dann ja auch bezahlt. Ja, aber Ihre Kollegen geben mir das meist freiwillig. Mhm. Meist freiwillig? Was soll das heißen? Wenn die Ihnen das freiwillig geben, will ich Namen haben, Herr Valeska. Dann können wir über eine Belohnung sprechen. Wenn Sie mir korrupte Kollegen bringen, dann werde ich mich erkenntlich zeigen. Ich habe Ihnen einen, habe ich schon gebracht. Ja, der ist ja auch schon weg. Wenn Sie mir in Zukunft korrupte Kollegen bringen, werde ich mich erkenntlich zeigen. Sind Sie korrupt? Nein. Ja, doch. Definitiv. Wieso? Der Kollege. Warum kann ich nicht? Der korrupte, ja. Oha. Danke sehr. Gucken Sie, dass Sie das irgendwo hinbringen, wo es hingehört. Mach ich. So, ich brauche jetzt ein Telefon. Wenn Sie Geld, was wir bekommen haben. Aus irgendeinem Grund ist das auf meinem Konto.
Eigentlich hatte ich das Bar dabei, aber bin am Mount Chiliad verreckt, sodass das Geld eigentlich weg ist. Also das Bargeld ist weg, aber auf meinem Konto sind die 48 Millionen drauf. Wie das kommt, keine Ahnung. Das muss hart verbuggt sein. Aber machen wir jetzt kein Fass mehr draus auf, weil nächste Woche sowieso das große Update kommt. Wo ist denn die Mall? Das da. Dankeschön, Markus, für 32 Monate. Hi, Jekyll, 45 Monate. Dankeschön. Monster Energy, danke für 47. DJ Core, danke für 32 Monate. Nobody, danke für 17. Tamix, danke für 11. Green Nitro, danke für 39 Monate. Resub. Thunderbear, dankeschön für 63 Monate. Quadra M, 38 Monate. Dankeschön. Schoko, danke für 54. Mr. Aldi, danke für 19. Vapi, dankeschön für 10 Euro. Er schreibt, vielen lieben Dank an alle Beteiligten. Ihr macht einen tollen Job und der Community-Server macht jetzt schon eine Menge Spaß. Vielen herzlichen Dank für deinen 10er. Auch da, Chat, Donos. Gehe ich gar nicht dran. Die schicke ich so an Smax weiter, der die ganzen Skripts und Updates und MLO und alles für den Community-Server kauft. Die werden wir da weiter reinstecken. Ja. Neben den 2.500 Euro, die wir schon reingesteckt haben. Aber bin auf nächste Woche gespannt. Ich glaube, Ergebnis zahlt sich auch aus. Ich meine, man käme von hier unten irgendwie rein, Alter, aber ich weiß nicht wo, ne? Fuck off. Cube, 26 Monate, dankeschön. Humpen, danke für 5 Gifted Subs. Vielen, vielen Dank. Alles soweit gut? Sie, warum nicht? Weil die Ampel umgefallen ist. Ja, deswegen bin ich stehen geblieben. Ich habe mich auch gewundert, dass diese Ampel einfach umfällt. Ja, einfach so. Sie. Frech. Ich bin es nicht gewesen. Okay. Sehr lieb. Danke. Vielen Dank, Rollbraten, 27 Monate. Vielen, vielen Dank euch, Leute. So, irgendwo hier muss es ein Handy geben. Da hinten vielleicht. Oder gib sie mir das Telefon, bitte. Was ist ein Fitbit? Ich möchte ein Fitbit haben, bitte. Die erinnert mich an Essen und Trinken.
Lol, wenn ich jetzt 120% Essen und Trinken habe, piepst meine Fitbit und erinnert mich daran, dass ich essen und trinken muss. Das ist ja cool. Aber ich habe wieder ein Handy. So, wie war der Funk? 31845. Aber Essen und Trinken brauche ich tatsächlich auch. Aber da gucken wir, ob Burgershot auf hat. Dann hole ich was zum Mitnehmen. Kenzo, Hallöchen, was geht? Mad Max, Dankeschön. Mit deinem Prime Sub. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ich glaube, ab nächste Woche, Alter, wenn das neue Update auf den Community-Server kommt, ich glaube, die Burgershot-Leute sind die, die am meisten Geld verdienen werden. Weil einfach jeder geht zu Burgershot, oder? Oder holt irgendjemand Essen und Trinken noch beim NPC? Leider geschlossen. Ihr wollt mich verarschen. Doch. Ah, da kommt die Dame, die aufmacht. Sie ist schon wieder. Ja. Hab ein Geschenk für sie. Was ist das? Packen Sie das mal in Ihr Auto rein. Wie? Einfach da benutzen, an den Schlauch anschließen, der unter dem Beifahrersitz ist. Während ich drin sitze? Ja. Sie verarschen mich. Ja, und dann beim Fahren, als wollten sie rennen. Woher haben Sie das? Gefunden. Wo? Das dürfte ich nicht sagen, das wäre Strafe. Ich brauche mehr davon. Das ist die letzte, die ich habe. Ich brauche noch mehr davon. An mehr komme ich gerade nicht dran. Warum nicht? Ja, ist halt gerade einfach nicht verfügbar. Und ist teuer. Wie teuer? 15.000 die Flasche. Ernsthaft? Ja. Oder verarschen Sie mich? Nein. Ich gebe Ihnen 20.
Ja, ich habe aber momentan keins mehr. Wenn Sie welches haben, ich kaufe Sie ihn für 20. Okay, weiß ich Bescheid. So, der Burger schaut jetzt auf oder nicht? Ich habe Hunger, ich brauche Essen und Trinken. Ja. Nicht viel steht beim Burgershop. Herr Zwegert. Lopez ist ja auch hier. Ich habe gehört, Sie haben mit meinem Kollegen Herr Holzenberg gesprochen. Der, ja, der ist Feuer und Flamme für ein Fahrzeug und ich soll das bezahlen. Ja. Okay. Was ist das für ein Fahrzeug? Mercedes S500. Was kostet das? 1,2 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. 1,2 Millionen? Ja. Der kleine Fuchs will 2 von mir haben. Können Sie mir das Fahrzeug später mal zeigen, bitte? Kann ich gerne machen. Dann würde ich noch kurz warten. Haben Sie noch meine Nummer? Das fragen Sie mich was. No, wenn Sie mir die nochmal geben würden. Ja, 413. Moment. 413. 206. 206. 8. Ich probiere es einmal. 413, 20. Okay, ich habe mich verschrieben. Warte. Nochmal. 413, 206, 8. Genau. Zwiegert? Warum telefonieren Sie mit Ihrem Tablet? Ja, ich kann es leider nicht aus der Hand nehmen. Ah, sieh. Sieht gut aus. Ja. XXL-Smartphone. Ja, das ist gut für meine schlechten Augen. Die haben geöffnet. Ich muss Essen trinken. Dankeschön. Hola. Schönen willkommen bei Burgershot. Guten Tag. Ich hätte gerne viermal den Burger mit dem 32 Fleischscheiben drauf. Ja. Sonst noch was? Sie dann 4 Coke. Ja. 4 Pommes. Ja. 4 Milchshake. Ja. Und 4 Donut. Herr Lopez, ah, Ihr Auto wird sofort geklaut da draußen. Sie verarschen mich. Doch, da ist jemand eingestiegen gerade. Derjenige hat sich woanders entschieden. Herr Waleska? Ja, bitte? Haben Sie versucht, mein Auto zu stellen? Nee, nein, ich nicht. Definitiv nicht. Warum versuchen Sie, mein Auto zu stellen? Er hat gesagt, es hat Flammen in den Autos, das wollte ich mal testen. Lassen Sie die Finger von meinem Fahrzeug. Vielleicht. Wenn ich Sie daran erwische und ich kriege Sie, dann spähe ich Sie bis morgen Mittag in den Knast. Eid. So, entschuldigen Sie. Das Essen liegt auf dem mittleren Tablettbereich. So, Tablett das Tablett liegt auf. Haben wir der Familie Spindy noch Geld hinterlegt oder brauchen Sie ja, natürlich. Ist. Nein. Also Sie haben noch ungefähr $24.000 zur Verfügung. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Mach dann $6.000, bitte. Was hat der bestellt für 6.000? Das stimmt so. 3 Happy Meals. Ah, okay. Verstehe. Gut, dann vielen Dank. Bis später. Ja, lassen Sie es sich schmecken. Dankeschön. Locker haben die in meinen Burger reingespuckt. Auf welches ist das Ende, dass es spät ist? Bitte? Auf welchen der 32 Patties? Nun. Ist mir egal, schmeckt trotzdem.
Mit Käse schmeckt alles besser. Achso, ich hatte auch einen Einsatz. Ja, Herr Zwegert, wann haben Sie Zeit? Immer. Außer nachts. Das ist auch eine Aussage. Ja, nachts schlafe ich. Okay, also ich hätte jetzt Zeit. Wenn Sie jetzt Zeit haben, dann zeigen Sie mir das Fahrzeug für Herr Kusenberg. Ja. Wo ist Ihr Laden? Ich fahr zum Autohaus. Herr Lopez, eine Frage noch. Wo? Haben Sie als Chief Zugriff auf alle beschlagnahmten Fahrzeuge? Das ist eine gute Frage. Weil irgendwie taucht der Kollege, der mein Fahrzeug beschlagnahmt, dann nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das machen kann. Hinten an Ihrer Garage, also da, wo Sie immer rausfahren, da drüber sind zwei Garagen, da können Sie das irgendwie machen. Okay, gucke ich mir gleich an. Wo ist das Auto aus von Herr Zwegert? Der Karte, das grüne Auto. Nö, war nur die Frage. Ah, schön. Ja, erinnert uns. Ja, dann, ich gucke mir das mal an, ob ich Zugriff auf alle habe. Das wäre nett. Ich danke Ihnen. Funkcheck. Check. Drei Schmerzen. Ich will eine neue Flasche. Dann suche ich mal Jasmin. Hola. Hallo Herr Lopez. Hola. Ich zeige Ihnen das Fahrzeug. Warten Sie einen Moment. Stehen Sie die Fahrzeuge eigentlich selber hier hin? Nein. Die stehen immer hier? Ja, und wenn Sie sich wenn ich hier ein anderes Fahrzeug aus dem Portfolio raushole und Sie wieder, also das sehen Sie dann da, wenn Sie dann sich ins Schlafen legen, steht wieder das Ursprungsfahrzeug hier, was Sie jetzt gerade sehen. Ah, okay, schön. Aber Sie können mir hier jetzt das zeigen, um das es geht? Ja, natürlich. Okay. Das möchte ich Herr Hosenberg haben. Ja. Das sieht komplett scheiße aus. Scheinbar mag der Herr Mercedes. Und das kostet 1,2 Millionen. Nee, 1.020.000 habe ich gerade nochmal geguckt. 1.020.000. Ja. Mein Telefon klingelt. Warten Sie. Ja, das war Kami. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dem dann noch Stream machen würde. Der kommt um 23 Uhr. Nahori, danke für 25 Monate. Mad Max, danke für dein Prime. Humpen, danke schön. Nochmal für deine Gift-Subs. Vielen Dank, habe ich schon gesagt. Ja, gut. So, entschuldigen Sie, Herr Zwegert. Alles gut. Ich habe mal ein paar Autos aus dem Portfolio mal ausgeparkt. Hm. Stehen hier zum Beispiel zwei R8s, einmal Cabrio und einmal das Normal. Und ja. Haben Sie irgendwie so ein super krasses Muscle-Car, ähnlich wie mein Dienstwagen? Ich kann Ihnen sogar exakt Ihr Dienstwagen als normales Straßenfahrzeug geben. Ja, aber dann kann ich auch den Dienstwagen nehmen. Wir haben noch einen Charger, der ist sogar viersitzig. Mhm. Soll ich ihn nicht mehr auspacken? Na, ich nehme erstmal den von Herrn Hosenberg mit. Geben Sie mir den hier und sagen Sie Herrn Hosenberg nichts. Es wird eine Überraschung. Okay.
Die Sache ist, wenn Sie den jetzt kaufen, können nur Sie ihn ausparken. Dann sollte Herr Rosenberg den lieber selber kaufen. Dann geben Sie mir einen, damit ich ihm den unter die Nase reiben kann, um ihn dem nicht zu geben. Okay, dann brauche ich einmal Ihre ID. 5, 8, 9. Gute Fahrt. Sie haben nicht genug Geld gerade auf dem Konto, steht hier. Natürlich. Also, mein Tablet hat mir gerade angezeigt, not enough money. Oh, mein Geld ist wirklich weg. Haben Sie jetzt schon 48 Millionen aus hier, Herr Lopez? Nee, die 48 habe ich verloren. So. Haben Sie... Gucken Sie mal in Ihrer Tasche. In meiner Tasche ist nichts drin. Ich habe das verloren. Und meine Bank hat mir angezeigt, ich hätte es auf dem Konto. Aber ich habe das nicht auf dem Konto. Ich habe von meinem Konto überhaupt kein Geld. Wir sind pleite. Okay, also muss ich das PD doch wieder finanzieren. Ich habe 67.000 auf meinem Konto. Fucking Geld geben. Wo haben Sie so viel Geld her? Wie brauchen Sie denn überhaupt? 1 Million. Ach so, so viel habe ich nicht. Ich habe jetzt gerade erst 200.000 ausgegeben. Woher haben Sie so viel Geld? Casino lebt. Was? Sie haben so viel Geld im Casino gewonnen. Ich habe noch viel mehr im Casino gewonnen. Aktuell kann man aber nichts mehr im Casino machen. Ja, nicht mehr. Weil keine Chips mehr vorhanden sind. 200.000 Chips liegen bei einem Herrn im Käfer drin. Aber ihr habt keine Ahnung, wo. Morgen. Der hat sich 200.000 Chips gekauft. Ja, und die hat er im Auto, im Kofferraum oder sowas. Okay. Hat er mir gesagt. Was ist der denn für ein Idiot? Fragen Sie nicht. Wunderschönen guten Tag. Gewinnt man immer im Casino? Nee, absolut nicht. Ich habe da genug auch schon verspielt. Aber es gibt keine Chips mehr gerade. Nein. Ich weiß auch nicht, wann die nächste Lieferung der Chips kommt. Das ist jetzt seit 3 Tagen so. Ich gehe mal die Asservatenkammer plündern. Okay. Auch gut. Okay, das Geld ist tatsächlich weg. Das ist ein Anzeigefehler. Mit den 48 Millionen. Ja gut, Rosenberg, ne? Das ist, Wir sind arm. Wir haben kein Geld. Wo gibt's diese Nitroflaschen, Chat? Kann man die kaufen als Nicht-Cop, oder was? Finden aber. Okay. Die sind ja mal turbo geil, Alter. Also wirklich geil. Aber sau selten. Ich guck mal, was unsere Asservatenkammer hergibt gerade. Gucken, was da alles drin liegt. Ich sag dazu nichts. Okay, und was ist das für ein super dämlicher Kommentar dann? Der bringt dann ja auch überhaupt nichts. Was? Brauchen Sie Hilfe beim Assi-Plündern? Achso, Asservatenkammer.
Moment. Nee, die ist unten. Glaube ich. Erstmal gucken, was da drin ist. Marihuana, Kokain, Aceton, Alter. Oh, Lockpicks. $40 Goldbarren. Das Geld. Oder das ist aber auch Gangster Paradise, oder? Okay, aber irgendeins fehlt ja. Hier ist Stash 1. Hier ist 3. Ah, hier ist 2. Moment, 2 ist gar nichts drin. Im Regal. Nee. Okay, aber 40 Gold und das markierte Geld. Können wir gerade mal eben gucken, was das bringt. Ob das was bringt. Ich habe viel zu wenig. Alleine, dass die Cops wegen kaputtem Ökosystem, Alter, das beschlagnahmte Zeug von den Kriminellen verkaufen müssen, um das Präsidium am Laufen zu halten. Aber gut, nach dem nächsten Update wird alles anders. Dann wird man auch mehr ein Gefühl fürs Geld haben, einfach. Weil alle Preise angepasst sind und so. Die Herstellungspreise für Burger. Das gesamte Ökosystem ist mit dem nächsten Update überarbeitet. Also alles. Ist ja schon ein Datum, wann das rauskommen soll. Nächste Woche. Und ab dann lohnt sich auch das Farmen und so wieder, weil danach wird es kein Wipe mehr geben.
Okay, das ist echt nicht so viel gebracht. Aber kriege ich das Marktmoney hier auch los? Ja. Hör nur einmal. Das ist ja richtig bitter, Alter. Und das habe ich jetzt auch Cash. 151.000. Okay, das heißt, kann ich jetzt auf die Bank bringen wahrscheinlich. Und in der Dispatches rein. Fight. Wer haut sich denn da auf die Fresse? Alper Mike, danke für 30 Monate. Vielen, vielen Dank. Dafür bekommst du bestimmt ein Smart oder so. Ja, auch das wird ja an Real-Preise angepasst. Also, dass eben ein Auto nicht mehr, also, ne, was einen viel niedrigeren Wert hat, nicht mehr irgendwie 10 Millionen kostet am Ende oder so. Sondern, dass die Preise Real-Preise sind, mehr oder weniger. Sodass man auch dafür ein besseres Gefühl hat. Wie findest du denn, dass sich die Community so um RP bemüht? Auf einem Server, wo sie eigentlich das so nicht müssten, finde ich super geil. Also macht mir super viel Spaß. Aber halt nur 11.000. Jetzt haben wir 200.000 auf der Bank. Ich glaube, die Schlägerei ist damit jetzt aber mittlerweile Schüsse, Alter. Schon wieder eine Schlägerei. Ich bin aufs neue Dispatch-System gespannt. Ja, das ist dann halt so, dass jeder von seinem Handy... Information, die Schlägerei am Autohaus nicht anfahren. Hier ist alles in Ordnung. Der Kollege ist ausgerutscht. Halt am Handy, so wie es auch aus dem RP kennt, dass jeder halt einen Dispatch mit seinem Handy schreiben kann und eine Leitstelle bei der Polizei anrufen kann halt. Und diese Dispatches werden dann hier, also über dieses Menü, kann man es ja oben rechts auch rein eigentlich, da wo jetzt meine Kamera ist. Und da kommen dann auch die Spieler-Dispatches rein. Also das, was jetzt hier gerade noch an dem Handy ist aktuell. Ein Wagen wurde geklaut. Hola. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich war gerade kurz was essen, wollte wiederkommen und jetzt ist mein Wagen irgendwie weg. Also, weiß nicht, ob geklaut oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Der ist irgendwie weg. Der stand hier, oder was? Der war geparkt, ja. Am OP
Möglicherweise hat es einer entwendet. Was ist es für ein Wagen gewesen? Ein Audi RS6. RS6. Mhm. Okay, okay. Wie ist das Kennzeichen? Sehe ich das auf meinem Mietpapier? Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Das ist ein Mietwagen gewesen. Das ist ein Mietwagen, ja. Also gar nicht Ihre. Richtig. Okay, okay. Welche Farbe? Grau. Grau. Grauer Audi RS6 Mietwagen. Der ist nicht mehr da. Shit. Ich habe noch die Mietwagenpapiere, aber ja, der Wagen ist halt nicht. Darum war ich auch gerade nochmal hier gucken, ob ich den irgendwie vielleicht einfach nur abgeschleppt worden ist, aber ist auch nichts. Wer wird denn die Augen danach aufhalten? Haben Sie noch eine Telefonnummer für mich? Dann kontaktiere ich Sie, wenn wir Ihr Fahrzeug gefunden haben. Ja. Und wie ist Ihr Name? Even, Iven, Manuel. Ich habe das Handy neu. Wissen Sie, wo ich zufällig meine Nummer finde? Sie gehen auf Einstellungen? Ach, da. Ich hab's ja. Okay. Ja, warte. Jetzt muss ich hier wieder. Moment. Sie, 8. 838. 747. 747. 6. 6. Gut. Wenn Ihr Fahrzeug gefunden worden ist, werden wir Sie kontaktieren. Das wäre super. Alles klar. Dann, ich bedanke mich. Bis dahin, viel Spaß zu Fuß. Ja, danke schön. Einen angenehmen Dienst. Ich kann meine Kamera nicht mehr drehen. Die 81 und 77 der Richtung Sandy. Was hab ich denn? Meine Maus dreht meine Kamera nicht mehr, sondern mein Lenkrad. Schau mal. Nur Maustaste drücken. Ah! Jetzt! Hä? Interessant. Lul, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, lenkt man mit der Maus. Wer fährt denn so, Alter? Wer zum verfickten Teufel lenkt denn mit der Maus? Gibt schon ewig bei GTA 5, kannst mit der Maus lenken. Ja, aber das macht doch keiner, oder? Also... Gewöhnungssache. Hä, das ist ja übel weird, Alter. Damit fliegt ihr Heli? Das kannst du mir nicht erzählen. Scheiße, Chat. Mehr P lenke ich so, weil das präziser ist. Ist das denn präziser? Du meinst, weil es nicht so ruckelig ist, oder was? Weil du nicht so hart lenkst dann immer. Okay, verstehe. Es ist aber turbo strange. Also ich sehe den Mehrwert, aber dann würde ich lieber ein Gamepad benutzen.
habe kein Nitro mehr. Oh, neun Dienstfahrzeug. Ja, ich brauche dringend ein neues Dienstfahrzeug. Okay, wie habe ich das jetzt geschafft? Okay, geht wieder. Rockford Hills. Bro. Diese Dreckspöller, ne? Die gehen mir so hart auf die Eier. Achso, ich wollte mir das noch angucken wegen den Dings. Gehen nach dem Update etwas besser. Okay. Wo ist denn hier die beschlagnahmten Fahrzeuge? Ist das irgendwo hier drin, oder? Ah, ja, ist tatsächlich. Nee, aber tatsächlich muss es der Polizist sein, der die beschlagnahmt hat, scheinbar. Weil hier sind gar keine drin bei mir. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ah, Andy, schreibst du das mal auf? Das müsste auch jeder Polizist sein können, wenn ein Auto beschlagnahmt ist, dass jeder die wieder rausholen kann. Weil aktuell ist es so, dass du nur die ausparken kannst, die du auch selber beschlagnahmt hast. Wohl. Also wird mir so zugetragen. Kann doch jeder. Angeblich nicht. I. Was ist das denn, Alter? Ihr habt den nicht gerade wirklich noch vor die Wand gesetzt, oder? Die Bremsen waren kaputt. Irgendwie, ich glaube, der Tuning-Chip, den ich bei habe, der reagiert nicht so gut auf die Autos. Wollen Sie ein Pokémon-Pack her, Lopez? Sehe ich wieder ein Pokémon-Pack. Wollen Sie 5 Pokémon-Packs? Ich habe 50. Wieso haben Sie 50 Pokémon-Packs? Ich will einen Shiny Glurak ziehen. Das kostet 50.000. Ja, jetzt bin ich arm. Nein, ich habe noch in Krypto. Weil ich bin... Nein, ich bin nicht reich. Die 09 ist wieder im Dienst. Darauf erst mein ne? Ich ziehe jetzt einen Glurak. Auch. Was kriegt man eigentlich, wenn ich Ihnen einen Glurak bringe? Beförderung. Jetzt echt? Jetzt habe ich wieder gleich die ganzen Taschen voller Scheißkarten. Ja, sie haben ja einen Kofferraum. Echt? Ja, ich glaube. Ja. Wann? Ich bin groß. Geht das mit unserer Vereinbarung eigentlich immer noch? Welche? Mit der, wenn wir Infos kriegen. In 2 Upranks. Der Herr Adams und ich. Welche Info? Naja, wegen der Korruption. Sie. Okay. Kann ich meine Karten hier auch reintun? Ich schmeiß rein. Dankeschön. Hab einen Clee Fairy in Shiny gezogen. Ich hab Shiny Knudelhof, aber wer mag Shiny Knudelhof? Keiner braucht das. Hab nicht mal Ahnung, wie das aussieht. Also unwichtig. Guten Tag. Servus. Wussten Sie, dass der Herr Ivanov mich zur Dienstnummer 15 abgefragt hat? No. Inwiefern?
ob ich denke, dass er das ist mit der Korruption. Und ein shiny Nein, ich denke nicht. Extra Taschen für Pokémon-Karten kommt. Kofferraum ist voll. Im nächsten Update, glaube ich. Gleich. Das ist so ein Sammelkartenheft. Digga, fucking Holo Omod, Alter. Holst du die Karre her? Bitte? Danke. Bei welchem Pack sind's jetzt? Weil es ist 5, ne? Aber okay. Ich habe meinen ganzen Kofferraum voll gemult, jetzt kriege ich meine eigenen Karten nicht mehr da rein. Du kannst auch nochmal neu ausparken. Aber hier ist ein Transporter vielleicht, Wollen Sie noch mehr Pokémon-Karten? No. Ich hab keinen Bock mehr. War kein Gulag dabei. Ich zieh eins. Irgendwann noch. Ich hab ja 43 Packs. Ich hab genug Zeit. Hey, geh mal weg vom Kofferraum. Ich will meine Karten reinlegen. Ja. Wieso hast du denn so viele Pokémon-Packs? Weil er weiß, dass er eine Beförderung kriegt, wenn er einen Glurak holt. Richtig. Ah, so. Bis dem Herr Lopez einen Glurak ziehen. Wenn sie mir einen Glurak ziehen, kriegen sie auch eine Beförderung. Und? Mhm. So verstanden. Ach so, noch was anderes. Findet mal bitte raus, wo man Nitro bekommt. Ich glaube, das kann man nicht kaufen. Ja, aber wo haben die anderen Leute es her? Ich habe eben 2 Flaschen Nitro in die Hand gedrückt gekriegt und bin mit 3000 durch die Stadt gefahren, weil Flammen aus meinem Auspuff gekommen sind. Findet man das vielleicht? Oder kann man das bei der Crafting Bench erstellen? Oder? Ich weiß es nicht, aber finden Sie mal bitte raus, wo das herkommt. Ich brauche das. Okay. Hat immer so eine Pulle, die Sie benutzen und dann ist sie weg, oder? Sie. Ah, okay. Ja, ich höre mich mal um. Ich gehe mal nachgucken. Ich könnte, glaube ich, wissen, wo. Ich habe ja eine Nummer von wem. Ja. So, ich bin auf Streife. Wenn was ist, funken. Das ist ja auch mal ein cooles Auto, Alter. Was machen wir jetzt noch? Keine Bank ausrauben. Doch. Und keine Straftaten. Haben Sie meine SMS gelesen? Welche? Oh, ich glaube nicht. Was für eine? Na du? Ja? Die dich hingeschrieben haben. Ja, sicher. Oh, sie haben ja keine geschrieben. Eigentlich schon. Stress? Das ist eine Frage, ob sich schon was geändert hat. Wie ist ihre Nummer? 415? 41. No, ich habe keine. Meine Güte. Ich weiß nicht, wem sie die SMS geschrieben haben, aber mir nicht. Dann habe ich sie falsch angesprochen. Das ist möglich. Okay. Meine Nummer ist 6855908. Noch immer sie anrufen, bei mir klingelt nichts. Ich hab gerade die alte Nummer von ihnen angerufen und geguckt, ob das wirklich die falsche ist. Jetzt muss es klingeln. Ah, sie, ich habe sie sogar eingespeichert. Aber auf die Nummer haben sie, also sie haben ja auf die Nummer keine SMS geschrieben. Okay. Ich hab da was für sie. Schon wieder, sie haben immer was für mich. Sie wollten doch was davon noch. Ein paar Flammenwerfer. Nicht Ihr Ernst. Kann Ihnen 10 Stück anbieten. 10 Stück? Dafür Bank. Das Stück, wie Sie gesagt haben. Ja, aber so viel Geld habe ich nicht. Ich zahle Ihnen Raten. Soll ich das für Sie übernehmen, Herr Lopez?
Sie bezahlen sie dem Mann. Geben Sie ihm 200.000. Aber warte, erst wenn ich die Flaschen habe. Wir sollten gleich zur Bank fahren. Überweisungsgebühren. Ja. Okay, dann muss ich hier mal fix 5,0. Nee, 9,0. Ich habe 10 Nitro. Ich musste unterwegs. Bis später an der Bank. 21 Dollar, warte kurz. Was willst du jetzt machen? Na, dir das Geld gleich geben, dann. Ja, aber nicht über Dings. Ja, ne? Nee, alles gut. Der guckt seine Kryptowährungen an, ob er sie verkaufen muss. Ach, Herr Lopez, haben Sie nach meinem Auto geguckt? Sehe, aber das geht nicht. Ah, schade. So, wie viel sollt ihr jetzt kriegen? 200.000? Ah! Ach, immer. Mein Schwein verhält. Kommt aber nur aus einem Loch. Hi. Wie super cool ist das? Warte mal, ich muss auf den Highway fahren. Wo auch immer die das herkriegen. Schon mal die Medics anrufen. Nix. Scheiße, ich muss eine neue Flasche dran machen. Junge, Junge. Das waren 40.000 Dollar wert. Ja, wir können mal gucken, Alter. Vielleicht gibt es ja doch wieder Casino-Chips. Im Dienst ist gerade eh nichts los. Mach gar keine Straftaten. Machen nichts wegen dem Wipe, der kommt. Ja, das lohnt sich halt auch nicht, ne? Also du kannst es halt nur chillen, ein bisschen Steuerung, ein bisschen gucken, was geht und so. Aber nach dem großen Wipe und dem großen Update werden die Leute dann natürlich auch wieder deutlich mehr machen, weil es sich dann auch lohnt, ne? Weil so ist ja Geld halt sowieso, hat halt natürlich gerade nicht wirklich Wert. Kannst du dir als Admin nicht Geld vom Staat besorgen? Na klar. Aber will ich nicht. Also ich könnte mir einen fucking Panzer besorgen, aber...
Wobei jetzt vorm Wipe alles egal ist. Kam es eigentlich dazu, dass du 48 Millionen hattest? Aus der Asservatenkammer hat einer abgegeben, aus einem Bug hat er 48 Millionen gekriegt. Und das Geld aus dem Bug habe ich mir genommen, um es auszugeben und es dann zu verlieren. Weil Kaya mich mit einem Auto beworfen hat. Ja, können Sie mich hören? Ich höre Sie. Ich helfe ihm mal. Und dann mal ganz schnell gleich mit auf den Seitenstreifen kommen, bitte. So, geben Sie mal Ihre Hand. Genau. So, der Herr, was passiert? Naja, also, sagen wir so, ich habe Nitro ausprobiert. Ah, okay. Haben Sie schon ein bisschen schnell unterwegs gewesen? Haben Sie schon mal Nitro ausprobiert? Nee, gibt's bei unseren RTWs nicht. Sicher? Sicher. Sicher, dass ich das nicht einbauen kann? Einbauen können Sie es vielleicht, aber brauchen wir nicht. Wir sind auch schnell genug so. Ja, aber das ist super cool. Sie müssen nur damit aufpassen, cool, ansonsten verunfallen Sie. Wollte ich gerade sagen, ob es dann noch so super cool ist. Gut, tut Ihnen irgendwas weh? Wenn Sie ein paar Schmerztabletten hätten, ich bin gerade aus der Scheibe gesegelt, das wäre sehr hilfreich. Da gebe ich ihm mal zwei Stück. Eine für jetzt und eine für später. Danke. So, bitteschön. So, tut Ihnen sonst noch was weh irgendwo? No, es geht schon. Sicher, dass ich Ihnen nicht mal eine Flasche Nitro in den RTW bauen soll? Nee, danke, lassen Sie es mal. Ganz sicher? Ganz sicher, danke. Sind Sie wirklich sicher? Ich bin hundertprozentig sicher. Ich habe Nitro gehört. Wollen Sie Nitro in Ihrem RTW gebaut haben? Ja, aber das dürfen Sie mein Chef nicht verraten. Kein Problem, ich erzähle nichts. Warte, ich baue Ihnen das ein. Fertig, viel Spaß. Dankeschön. Moment, Sie brauchen tägliche Medizin. Danke. Gerne. Und jetzt will ich den coolsten Nitro-Abgang aus dem RTW sehen, den ich je gesehen habe. Ich versuch mal vorsichtig zu fahren. Dankeschön. Der schaffen Sie es, vorsichtig über die Straße zu fahren. Ja, ist alles in Ordnung. So, vorsichtshalber nochmal hier bleiben. No, ich will nur sehen, wie der jetzt einen Abgang mit Nitro macht. Ja, dann, Vasili ab. Ja. Ich gehe hier weg. Der kriegt's nicht an. So viel dazu. Ah, jetzt kommt er zurück. STRG halten. Naja. Ich bin mal weiter. Ja, viel Spaß noch. Das ist halt so angenehm auf dem Community-Server, dass man halt sowas auch mal sagen kann. Ne? Also natürlich, MMP ist es gut, dass man das natürlich nicht macht und nicht darf. Aber ich finde das besser, wie
STRG-Muskel oder so eine Scheiße. Wisst ihr, wie ich meine? Sieht halt einfach nur geil aus, ne? Shiny. Hallo, Lopez. Sie. Kann es sein, dass es diese Shiny Glurak gar nicht gibt? Natürlich gibt's das. Sind Sie sich da sicher? Natürlich gibt's ein Shiny Glurak. Das ist nicht Shiny, das ist Holo. Shiny ist ja, was anderes. Ja, sag ich doch, meine ich doch. Das ist nicht das Gleiche. Dann halt nur Holo Glurak. Sie, das gibt es. Okay. Aber das ist selten. Deswegen, also wenn Sie jetzt schon 3 Stück davon hätten, wäre es nicht selten und dann würde ich es nicht haben wollen. Das stimmt wieder. Naja, ich hab jetzt noch 49 Packs, die ich aufmachen kann. Sie haben 49 Pokémon-Packs noch. Ja, ich habe gerade eben 55 gekauft. Gib mal eins. Ja. Soll ich Ihnen welche geben auch? Kommen Sie hier kurz beiseite. Na, eins reicht. Ich will nicht haben mehr. Haben Sie meine SMS gelesen? Sie. Aber ich habe nicht geantwortet. Ach so, okay. Verstanden, ja. Egal. Jetzt kommt's. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Rucksack. Ich habe auch keinen Platz mehr. Wir brauchen so ein Buch, ey, ja. Ehrlich. Oder so, ja. so ein wir Mühreimer, brauchen einen Container. Ein Container. Das ist ein Sammelordner. Sie, es kommt bald Sammelordner. Echt? Das ist natürlich besser. Das heißt, unsere gesamte Polizei läuft hier rum mit allen Taschen voll mit komischen Pappkarten. Komische so, Pappkarte, ja. Ich sag nochmal komische Pappkarte zur Pokémon-Karte. Ja, das sagt der Herr schon die ganze Zeit. Naja, laut dem Herrn könnten wir auch alle in 20 bis 30 Jahren an, wie hieß das nochmal, Mikroplastik? Mikroplastik. Der größte Feind der Menschheit nach der Klimaerwärmung. Sind Sie so ein Grüner, so? Sehe ich ja aus, als wäre ich grün? Naja, so ein Herr mit, ja, alle für grünen Strom und... Ja, grüner Strom kann nützlich sein, der ist billig. Oh Gott, Entschuldigung! Verdammte Scheiße! Bekommen. Sie haben ein Brett auf, Sie sehen wichtig aus. Der Herr, also falsch. Falls es Ihnen noch das nicht aufgefallen ist, hinter Ihnen steht der schief. Ach so. Der Herr hier. Oh. Da wollte ich nicht, Entschuldigung. Alles gut. Hier liegen überall Mögen. Mach das jetzt auch. Wenn Sie das dürfen, darf ich. Nein, ach, aber darf ich nicht haben. Danke nochmal für die Info wegen dem Stick. Und wünsche noch einen schönen Tag. Ebenso. Einen schönen Tag zusammen noch. Jetzt liegt hier überall so. Und die Kollegen, die hier vorne jetzt auf dem Hof stehen, sorgen Sie dafür, dass hier nicht überall Pokémon-Karten und Müll rumliegt, sondern heben Sie alles auf und entsorgen es irgendwo. Entschuldigen ja, Sie? An manche ich habe gehört, Sie sind der Chief hier. Sie. Ich hatte überlegt, mich hier bei der Polizei zu bewerben. Sind Sie derjenige, der das gerade komische Pappkarten genannt hat? Vielleicht habe ich es komische Pappkarten genannt, weil mir noch niemand gesagt hat, was das ist. Zudem passt Ihr Hemd nicht mal richtig. Ist Ihnen das aufgefallen? Dass Ihr Hemd zu eng ist. Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Aber das ist auch ein Rollkragenpullover. Ja, der soll eng sein. Der ist trotzdem zu eng. Muss ich den vielleicht mal austauschen gehen? Werbung können Sie drinnen einwerfen. Lassen Sie Ihre Handynummer da, dann melden wir uns bei Bedarf. Alles klar, mir wurde nämlich gesagt, dafür bräuchte ich Sie als Chief oder den Assistant Chief. No, Sie müssen dort eine Bewerbung abgeben. Schreiben Sie in die Bewerbung auch am besten rein, bitte, was Ihre gewünschten Dienstzeiten sind, wann Sie immer da sind. Alles klar, das werde ich so tun. Viel Glück. Viel Glück im Kampf gegen das Mikroplastik.
War das Kozlowski gerade? Schon, ne? Er ist wieder weg. So. Aber dann gehen wir gleich ins RP Shadows. Also um 6. Ich würde euch aber einmal kurz hier stehen lassen. Ich muss noch mal kurz 2 Minuten AFK was abchecken. Weil ja jetzt bald ein Event ist, ey. So, Chat, ich hänge euch hier dran, okay? Und ihr passt auf, dass ihr nicht runterfallt. So, ich hänge euch hier so hin und ihr haltet euch fest, bis ich wieder da bin. Nicht darunter fallen, Chat. Ich hinterfrag's einfach nicht. Das ist ein Schreiber von ihm. Das versuche ich gerade rauszufinden. Da sitzt da noch jemand? Hallo? Sir? Ich
Geht's denn gut da drin? Noch jemand drin, ne? Oh Gott, das ist der Chief. Oh Gott. Ich glaube, wir ziehen mit uns. Sie wollen jetzt einfach gehen. Was für ein Sieg für ein... Ich sperre noch kurz, aber dann gehe ich. Ja, okay. Ich meine, das ist ihr Chief, ne? Also mich interessiert das jetzt nicht so. Und das hilft. Okay. Dass zumindest keiner reinfährt von hinten. Das ist eigentlich gefühlt nur so einladen. Ich immer frag's einfach nicht, das ist mir. ja, ich bin auch nicht sicher, ob der so hängen soll. Häng an meinem Job. Ich glaube, der fällt gleich runter. Oh, sorry. Alles gut. Also, da hängt immer noch das Schief drin. Ja. Ich glaube, hier kommt die Nick. Oh. Hallo. Ja, irgendwie redet er nicht mit uns. So. Da hängt da oben auch ganz komisch an der Brücke schon die ganze Zeit fest. Gehen Sie einen Schritt zur Seite. Ja. Hallo. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Ihr hattet eine Mission, Chat. Oh, was zum Teufel? Wo sind Sie wach, der Herr? Ich bin kurz eingenickt hinterm Steuer. Das ist gefährlich. Sekundenschlaf, glaube ich. Ja, eine Sekunde war das, ganz genau. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich wurde hergerufen. Von wem? Das weiß ich auch nicht. Sie sehen... Jetzt sind gut schief. Aber nicht so gut aus. Gehen Sie bitte kurz auf die Seite. Ich gehe mal verband. So. Brauchen Sie eine neue Flasche Nitro? Wäre nicht schlecht, ja. Ich baue Ihnen eine ein. So, fahren Sie vorsichtig. Danke. Ich habe keine mehr. Ich habe keine verfickte Nitroflasche mehr. Hätte ich nicht noch zwei gerade, bevor ich dem die eingebaut habe?
Du hast auch immer zwei benutzt. Ach, scheiße. Ich hab kein Nitro mehr. Hä, hey, und die findet man in Müll... Ich geh jetzt. Ich geh jetzt Nitro suchen. Hoffentlich sieht mich keiner. Kryptostick. Brauchen Sie Geld, Herr Lopez? No. Das ist die ermittlerische Maßnahme. Sind Sie sich da sicher? Sie. Also das ist okay, wenn Sie verarmen. Ich greife ihn gerne unter die Arme. Ich brauche Nitro. Soll ich meinen Mülleimer suchen? Komm, ich suche mal für Sie. Gucken Sie mal, ob da Nitro drin ist. Ich guck mal. Aber achten Sie drauf, ne, wenn Sie im Mülleimer suchen, dann steigt ihr Stresslevel. Also, dann sind sie irgendwann gestresst. Ich habe nichts gefunden. Okay, ich fahr weiter. Soll ich mal Webner? Was denn? Den Herr Valeska, soll ich den mal fragen, ob der noch mehr Nitro hat? No, der hat mir alles gegeben, was der hat. Sind Sie sich da sicher, dass er alles hat? Sie setzen Sie alle verfügbaren Einheiten darauf an, Mülleimer zu durchsuchen für Nitro. Okay, das kriege ich hin. Das Sie. Herr Lopez, wollen Sie darüber reden? Herr Kozlowski, grüße Sie. Also, ich kann Ihnen Hilfe anbieten, wenn Sie die brauchen, ne? Wieso ich Hilfe anbieten? Sie müssen jetzt nicht Essen im Müll suchen. No, ich suche kein Essen, ich suche Nitro. Haben Sie mal ein Fahrzeug mit Nitro ausgestattet? Ne, ich kann ja so schon nicht fahren. Dann, ja, ich auch nicht, aber mit Nitro ist doppelt so cool. Sind Sie hinter mir? Sie. Ich habe kein Nitro mehr verbaut, sonst hätte ich Ihnen gezeigt, wie cool das ist. Bestimmt cool, ja, ja. Ja. Ist so. Ja. Das ist wirklich cool. Aber Nitro finden die Leute im Müll, glaube ich. Und los! Boah, wenn ich jetzt Nitro hätte, ne? Wie ich den abziehen würde. Das wurde langsam mal, weil meine Karre kaputt war. Erster. Also. Bin zu dick für den Gurt gewesen, der hat. Ich hatte ihnen einen Schirm, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Dankeschön. Bis der Arzt da ist. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das als Sieg für Sie zählen würde. Ich bin weitergekommen als Sie. Aber nur, weil ich kein Nitro hatte. Ja, das können Sie jetzt alle sagen, ne? Hola. Wunderschönen guten Abend. Ja, der Herr Kozlowski ist nicht in der Lage, Auto zu fahren. Hat sich aus seiner eigenen Windschutzscheibe rausgemacht. Herr Kozlowski,
Ich schwöre, ich bin gut geflogen. Hätte ich gern gesehen. So, einmal hoch mit ihm. Hui! So. Ich war so dick, da hat der Gurt hat nicht gehalten. Herr Vareska, haben Sie zufälligerweise noch ein bisschen Nitro für mich? Nee, leider nicht. Woher kriege ich das? Definitiv nicht aus Mülltonnen, wie der Kollege gesagt hat. Sicher nicht? Nein. Woher kriege ich Nitro? Das kann ich Ihnen nicht verraten. Warum nicht? Weil ich Sie nicht verraten kann. Ich gebe Ihnen eine Waffe Ihrer Wahl, wenn Sie mir sagen, wo ich Nitro herkriege. Meinen Sie, die kriege ich nicht auch so, die Waffe in meiner Wahl? Ich gebe Ihnen eine bessere. Das kann ich Ihnen nicht verraten, da kommen Sie nicht dran. Okay, aber ich will wissen... Kann ich Ihnen gerne morgen wieder was besorgen. Ob ich da dran komme oder nicht, ich will wissen, wo Sie es herkriegen. Nee, das kann ich nicht. Zwei Waffen Ihrer Wahl. Herr Lopez. Ich besorge ihn, sobald es wieder verfügbar ist. Drei Waffen. Nein, da lasse ich nicht mit mir handeln. Vier Waffen, Herr Vareska. Die Insel wird überfallen. Was? Wer wird überfallen? Alarm! Alarm! Ich muss auflegen. Wer wird überfallen? Telefonieren Sie die Insel. Kriech! Was für Insel? Unten oder was? Überfall? Ja. Unser Auto ist komplett im Arsch. Ja. Ich habe 28 Vicodin gekriegt. Ich bin nicht im Funk. Hab ich gemerkt. Haben Sie schon mal Vicodin genommen? Vicodin ist cool. 31845. 31845. So, an alle verfügbaren Einheiten. Wir haben einen... Oh Gott! Wir haben einen Überfall auf der Insel unten das Waffenkartell. Begeben Sie sich bitte in die Richtung. Wissen Sie, was schlau wäre, Chief? Übernommen von der Dienststelle, Sir. Bitte wiederholen Sie. Ob die Sprit ist ein weiter Weg. Ob Spritkosten übernommen werden von der Dienststelle. Ja, die übernehme ich. Okay, 31 over. Oh. Auf was zum Teufel sind Sie? Vicodin. Wäre gut, wenn wir noch ankommen würden. Ja, ich kann da auch hinfliegen. Wir nehmen mich aus Wolke 11. Sie, ich weiß nicht, ob das so gut ist, gerade mit Ihnen zu fahren, wenn Sie auf Wolke verfickt 11 sind. Knapp. Ein bisschen Nervenkitzel ist doch auch schön, oder? Wenn wir jetzt Nitro hätten, wären wir schon dort. Und tot. See. Boah, wie geil wäre Nitro auf der Brücke. Okay, auf geht's. Machen Sie einfach Nitro-Geräusche und wir bilden uns ein, als wäre es Nitro. Schön, Sie eingestellt zu haben, Herr Kozlowski. Bereichere Sie jeden Tag ums Neue, ne? Sie sind die größte Bereicherung für das Präsidium, die wir je hatten. Danke, Chief. Wollen wir jetzt die Brücke dicht machen am Ende, oder wie? Wir fahren runter. Ja, Kozlowski und ich sind auf der Insel angekommen. Wir fahren jetzt runter zum Tatort. Gucken Sie bitte, dass mindestens zwei Einheiten sich in der Nähe der Brücke positionieren. Erste Information, oben ist tätig ausgeführt, Boothändler heißt, eventuell fahren Sie auch mit einem Boot ab.
Also wer hier mit dem Boot hinfährt, der hat auch wirklich keine Zeit. Auf der Brücke rüber gerade. Ja, aber das Smart wär's schon, ne? Weil also für uns ist es leicht, die Brücke zuzumachen. Mit Boot oder in die der Luft. Die glauben jetzt, wir haben es hier mit smarten Verbrechern zu tun. Also mit Boot oder in der Luft wäre es schon ziemlich leicht, hier wegzukommen. Das ist Information, die Mediziner sind tatsächlich auch auf dem Weg. Nach da drüben heißt, da muss irgendwer erschossen worden sein. Was kam da für ein Dispatch rein? Ich kann gerade nicht gucken. Ein Beamter, Rückruf, EMS. Ich rufe mal an. Wein? Ja, Lopez, wie kann ich helfen? Wir haben unten zwei Rettungswagen an der Brücke. Würden Sie mir Bescheid geben, wenn wir anfahren können? Ja, aber gerade ist noch nicht gut. Ich rufe Sie dann an, wenn Sie anfahren können. Perfekt. Hier ist gerade noch Krieg. Alles klar. Guten Tag, Polizei ist da. Vorsicht. Die werden hier ziemlich bewaffnet da vorne. Anhalten. So, hola! Wollen Sie mir erklären, was hier los ist? Hier ist gerade einer gelaufen. Streife 9 hat sich am Ende der Brücke stationiert. Check. Ja, wir haben jetzt das Gelände betreten unten. Ein Täter fluchtig gerade. Wir suchen das Gelände jetzt nach den Tätern ab. Wenn die abhauen, sollten die ihnen entgegenkommen. Check. Jawohl, zur Information, einer müsste da auch bewusstlos liegen, irgendwo im Eck. Links geht's zum Keller. Vorsicht, am Brückenende sind Sperren aufgestellt. Wo geht's lang? Da hinten, glaube ich. Irgendwas sperrt mit dem Auto gerade. Ein Auto verlässt das Anwesen. Dann stoppen Sie das Fahrzeug. Noch mehr Tote. Wo geht's in den Keller? Ich sehe zwei bewaffnete Täter an der Rückseite des Gebäudes. Schüsse sind gefallen. Er sehe von uns. Wir wurden angegriffen gerade. Achso, auf euch wurde geschossen, von denen. Die stehen direkt am Ausgang. Ich weiß nicht, wo. Ich brauche sofort Unterstützung. Sind auf dem Weg. Cool, ich geh auch nicht raus. Rechts.
Rechts, rechts, rechts. Ich lieg hier. Achtung, sie noch zwei. In den Torbogen. Eine ist noch unter ihm. Über dir, über dir. Peter, da wird noch Schützen benötigt. Die sind noch an der Brücke. Ich glaube, es sind alle am Boden. Sie haben alle, Chief. So, alle verfügbaren Einheiten hier anfahren. Mehrere Officer sowie Tangos sind down. Ich rufe die Mediziner dazu. Ja, Sie können anfahren mit vielen Einheiten am besten. Ja, wir haben alle schon unten. Okay, perfekt. Bis gleich. Hör Sie, komm. Die 77 und die 95 sind im Overwatch. Was ist bloß da liegen? Was lasse ich da liegen? Ich werde dich finden, ich werde dich sowas von finden, ne? Ich glaube, Sie haben hier gerade die kleinsten Ansprüche zu stellen. Ja, geh nix. Das Gesicht merke ich mir. Merken Sie sich das Gesicht, was Volles Rohr Ihren Kollegen erschossen hat und es immer wieder tun würde? Er macht nichts, ich habe bestimmt 3-4 deiner Kollegen erschossen. So, nochmal, alle verfügbaren Einheiten runter hier unten zu dem Anwesen. Sobald die Mediziner hier die Täter hochgeholt haben, müssen diese festgenommen und durchsucht werden, Diebesgut abgenommen werden. Check, sind gleich da. Immer noch Carlos. Durchhalten, Kozlowski. Das ist... Aua. Ich bin verblutet. Ach, da liegt ein Beast-Modus. Hokus pokus fidibus, da liegst du im Beast-Modus. Chief, der macht sich lustig über sie. Sieh, dafür, dass der so verletzt ist, kann der sich noch ziemlich gut lustig machen. Ich konnte kein Blut sehen. Ich habe ihre Blutlache gesehen und bin umgefallen. Ja, der Anblick, das passiert mir öfters, dass ich angeguckt werde und die Leute fallen um. Meine umwerfende Aura, wissen Sie? Ich bezweifle das ein bisschen. Wie lange zum Fick brauchen die Medics? Ja, die haben zu tun, bestimmt. Da ist eine Drohne über uns. Eine Drohne? Mhm. Was für eine Drohne? Weiß ich nicht. Weil eine die Bomben schmeißen kann, glaube ich.
Wovon zum Fick sprechen Sie? Na, von der Drohne, die hier gerade rüber geflogen ist, Chief. Ist er wirklich eine Drohne geflogen? Ja. Sie sterben nicht während meiner Schicht. Ich hoffe es. Ich gebe Ihnen jetzt ein sehr starkes Medikament. Danach fühlen Sie sich fitter und Sie können wieder rumlaufen. Ja, danke. Ja, ich kann nur kein Blut sehen, ist der Kreislauf zusammengeklappt. Ach so, das war ja dann einfach. Dann einfach nicht an Ihrer Jacke runtergucken. Ja, besser ist das. Danke. Welchen zuerst hochnehmen? Ist egal, wenn immer direkt fest. Chief, wir sollten, ich such den Keller, ne? Wir sollten uns das Beutesgut angucken. Ein sehr starkes Medikament. Wir werden danach sich fitter fühlen. Bitte nicht sofort wegrennen. So, an alle Kollegen im Funk, alle Täter, die aufgehoben werden oder wurden, sind sofort festnehmen, Waffen und Diebesgut beschlagnahmen und in der Reservatenkammer sammeln. Danach die Täter zur Abhandlung mit ins Präsidium nehmen. Vorgeworfen wird denen der Raub auf dieses Anwesen sowie das Feuergefecht mit unseren Kollegen, also die Schüsse auf unsere Kollegen, die von Tätern ausgegangen sind. Glatten Durchschuss. Warte, ich guck mir das mal an. Ja, wäre schon eigentlich nett von dir, oder? Doch, vorbei. Hände hoch. Warum schießen Sie, Chief? Ich war durch die Ecke geflogen. Ich war der Meinung, da was gesehen zu haben. Immer ganz flockig durch die Hose atmen, Chief. Richtig. Ja, kommen Sie mit. Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Kollege, ich habe noch einen Verbrecher vor euch. Gehen Sie in die kompetenten Hände. Ja, ja, ja. Den kriegt man nicht weg, weil er einmal in der Backe hat. Das ist wie Alan Harper. Ich schwöre, das war alles der Plan von dem Typ im Auto, ne? Der hat uns alle gezwungen. Ja, der müsste noch für durchsucht werden, tatsächlich. Der hat uns gleich alles. Der Typ im Auto hat uns zu allem gezwungen. Und dazu auf meine Kollegen zu schießen. Wie, sind drin noch mehr Leute? Auf der Blöcke wurde noch... Ist ihre gesamte Beute eine verfickte Pistole gewesen? Wer weiß. Dann hat sich das aber nicht so gelohnt für sie. Wer weiß, ich denke schon. Am Schluss wird ihr überhaupt gerechnet. Ja. Schauen wir mal, ob sich das noch so für sie lohnt. Gut, wir haben zwei dabei. Aus welchem Grund haben Sie das Feuer auf meine Kollegin eröffnet? Weil ihr erst geschossen habt? Definitiv nicht. Auf jeden Fall. No. Oben auf der Straße RS6 ist ausgestiegen und hat geballert. Und ich hab dann... zurückgeschossen. Frage im Funk, hat irgendeiner unserer Kollegen das Feuer auf einen Audi RS6 eröffnet? Aus einem Audi RS6. Aus einem Audi RS6 eröffnet und hat angefangen, auf die Leute hier zu schießen. Banküberfall. Das beantwortet meine Frage nicht. Gleich 31 fährt den Banküberfall an und schaut mal, was da los ist. Ja, Kurzlowski und ich schließen uns gleich an. Die anderen, die hier noch zugange sind, nehmen Sie die Gefangenen hier mit. Sie wissen, was zu tun ist. Wir schließen uns den Banküberfall an. Ja, Sie können zum Helikopter gehen. Yo, check, Overwatch schließe ich mit an. Wo ist der Helikopter? Overwatch, nehmen Sie Kurzlowski und mich mit zur Bank, bitte. Landen Sie hier vorne vor dem Anwesen. Ich hab kein Teamstück mehr.
Kozlowski! Komm, Banküberfall. Ja, wollen Sie fliegen? Und los geht's. Die scheiden, ey. Warum sind die Helikopter her? Wie beim letzten Mal vom Flughafen. Hm. Chiefs, Sie können rauszählen, ne, im Notfall? Wenn Sie hinten sitzen, ja. Noch kann ich nicht. Wir haben ja leider noch keinen eigenen. Ich bin mit. Doch, kann ich. Machen wir bei so einem Einsatz, machen wir das besser. Die haben den Hai getroffen, Chief, ich schwöre. Sie. Co-Chief? Ja. Redet der Chief? Ja, nicht mit uns anscheinend. Ah, okay, gut. Hören Sie mich nicht? Ich dachte schon, ich höre schlecht. Dem hat es bestimmt die Sprache verschlagen, weil es so ein aufregender Einsatz war. Ja, ich muss gleich mal disconnecten. Ja, das glaube ich. Man hat es von oben gesehen, was da los war. Der ist halt auch schon alt, ne? Dem bleibt einfach auch mal das Wort im Halse stecken, ne? Wie geht's Ihnen? Das, ja, mir jetzt gut, ne? Ich feuer halt Sie gleich, auch wenn Sie mich nicht holen! Hat er so gepokert, oder? Ja, ich kann niemanden an den Flieger weg anflippen. Was hat Lingling gesagt? Der hat da keinen Anja getroffen. War sicher eine Ablenkung. Mal lieber gucken, wo die anderen Kollegen sind, ob da alles gut ist, oder? Na, no, fliegt nicht, zur Bank, du Idiot! Der Welt war. Die müssen ja von da auch wieder zurückkommen. Das stimmt wohl. Wohin? Aber bringen Sie uns mal zum BD. Jawohl. Ich hab das Gefühl, der Chief muss sich mal kurz hinlegen. Der ist ja auch schon spät. Ja, das ist zwischendurch gecrashed. Ich muss einmal das Spiel neu starten kurz. Von oben sieht die Stadt immer gleich aus. BD ist weiter rechts. Ja, das merke ich auch gerade am Seife. Womöglich down. Was ist eigentlich für ein Flugzeug, der da gerade rumgeflogen ist? Weiß ich nicht. Der ist mir immer näher gekommen, das sah nach so einem Paketdienst-Typ aus. Ja, Verbrecher ist das. Ja, da liegen noch zwei Kollegen unten am Anwesen. Was mit denen? Oh oh. Warum sagen sie oh? Weil er sagt, dass da noch zwei Kollegen von uns am Anwesen liegen. Wollten wir da gleich nochmal hin. Ich flieg da gleich nochmal hin. Machen Sie das. Ja, und wir starten einmal neu. Vielen Dank, Rasputin, für 11 Monate Resub. Dankeschön. Bloody, danke für 5 Monate. Dr. Crazy, 77. Dankeschön. Bluehead, danke für 21. Schniebler, dankeschön für 10 Monate. PD, danke für 33. Cobain, danke für 27. Vielen Dank. Timsen, danke für 23. Keksmeister, danke für 15. Belier, dankeschön für 16 Monate Resub. Finn, danke für 10 Monate. Domino, danke für 14. Extremex, dankeschön für 10 Monate. Angelina, danke für 9 Monate. Yaki, danke für 3. Hämatom, danke schön für 12. Vielen, vielen Dank. Akido, danke für 61. Danke euch. Also Chat, News zum großen Update des Community-Servers. Das kommt möglicherweise morgen Abend.
Jetzt ist mein Teamspeak schon wieder gecrashed, Alter, was soll denn das? Ich verstehe hier gar nichts mehr. So, jetzt nochmal gucken. Dann ist nämlich am Wochenende für dann auftretende Bugs oder Hotfixes genug Zeit. Ja, also wenn wir Glück haben, kommt morgen Abend das große, große Update auf dem Community-Server. Wie gesagt, und ab dann könnt ihr euch auch eure Autos kaufen und Geld sammeln und keine Ahnung was, weil dann gibt es keinen Wipe mehr. Kann man irgendwie sein Ingame-Char-Set safen? Was meinst du? Dein Charakter bleibt. Kommt ein anderes Handy? Ja. Herr Kozlowski, warum tanzen Sie auf dieser Kiste? Herr Kozlowski? Ja, mir war danach. Auf dieser Kiste zu tanzen? Ja. Wo tanzen Sie sonst? Ich tanze meistens gar nicht. Ich bin zu reich, um zu tanzen. Ich habe Geld für Drinks. Also, ich verstehe. Ich habe 64.000. Ich habe 49.000. Moment, vielleicht ist es mehr mittlerweile. No, stimmt, ich habe als Wartenkammer geplundert. Ich habe 215.000, ich bin noch reicher. Und darauf herrscht meine Champagner. Das stimmt. Dann ist er reich. Okay. Ja, gucken wir mal, was wir denen abgenommen haben. Vielleicht können wir das auch noch zu Geld machen. So seit 45 Minuten in mein Apartment zu kommen. Ja, alle solche Bugs sind dann fixt. Das Aussehen von Charlie, die Chars, die werden nicht gelöscht. Aber halt Geld und alles wird halt gewiped. Weil also alles Geld, was gerade im Umlauf ist, ist zu 99,9% auch aus irgendwelchen Bugs, die dann halt morgen gefixt sind. Morgen. Ja, wenn wir Glück haben, morgen Abend kommt das große Update. Herr Lopez. Che. Kommen Sie mal hoch. Ich suche die Gefangenen. Ja, aber wir haben jetzt Helikopter. Wie, wir haben Helikopter? Ja, kommst du mit? Wie ist... Ehrlich? Wo haben Sie den her? Gehen Sie da hin, machen Sie eh. Warte, ich bin nicht im Dienst. Hatten wir vielleicht die ganze Zeit schon Helikopter und wussten es nur nicht? Wo ist mein verficktes Büro? Eins weiter unten. Dort. No. Dort.
dich die ganze Zeit schon solche Spielsachen und wusste es nicht? Was meinst du mit dem Nitro oder was, Valeska? Du hattest die ganze Zeit Nitro und hast nicht gewusst, dass du Nitro hast. Lol, wir haben einfach ganze Zeit schon Helikopter. Okay, da unten sind auch immer noch Kollegen. Ja, bringen wir da mal hin. Ob man Nitro in den Helikopter einbauen kann? Raxan, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gurke, danke für 8 Monate. Lachanfall, danke schön, 25 Monate. Sarali, danke für 3 Monate Resub. Kiwi, danke schön, 10 Monate. Rasputin, danke für 11 Monate. Herr Demasekan. Hallo, der Verbrecher, der Herr Tietz. Der mit dem Lutten Adidas-Bulli, der hat gesagt, sie wären in Lutzer. Geben Sie ihm eine mit einem Schlagstock von mir. Alles klar, mache ich sehr. Aber nur einmal. Nur einmal, ja, mache ich. Sie. Haben Sie die ganze Diebesbeute wieder von denen? Das weiß ich nicht, das muss ich die Kollegen gleich fragen. Ah, okay, aber Sie sind in Abhandlung gerade. Ja, richtig, genau. Okay, perfekt, bis gleich. Ja, bis gleich. Verunfallt. Oha, Maschallah, ich freue mich. Oh Gott, ich hab Angst. Hallo, bis passt die auf. Oha. Ich hab zwar Angst, aber ich steig bei Ihnen ein. Ja. Ja, vielen Dank, ne? Wie zum Teufel sind Sie hier verunfallt? Ich bin nicht verunfallt, sondern wir wurden hier liegen gelassen, weil kein Schwein hier ums Eck kam. Ich war hier im Krieg. Der Hintereingang wurde kein bisschen abgesucht. Ja komm, dann steig jetzt ein, du Krieg, und wir fliegen zum Präsidium. Dort ist die Abhandlung gerade. Ich hoffe, Sie können fliegen. Ja. Ich hoffe, Sie können die Schnauze halten. Jawohl. Der Chief kann alles, der kann Auto fahren, der kann fliegen, der kann einfach alles. Stimmt, ja. Also wenn man Chief ist, dann kann man alles. Richtig. Oh, der andere Heli wird sicher gleich abgeholt. Ihr Auto habe ich abgeschleppt, Chief, ne? Perfekt, danke. Sehr gerne. Schön Heli haben sie da. Ja, die muss man auch nicht am unten klauen, wenn wir doch einfach eigene benutzen können. Es kam noch keine Info, dass wir welche eigenen haben. Jetzt wissen wir es. Sonst hätten wir den auch natürlich genommen. Dann habe ich da gerade Kritik gehört. Sehr gut. Ach, der Flieger ist schon wieder bei uns. Der hat mich gerade auch die ganze Zeit verfolgt. Oh Gott. Ja. Schießt mal in die Richtung, damit er merkt, dass er sich verpissen soll. Alles klar. Oh, ich kann nicht. Ach, zwei muss. In die Richtung, nicht den runterschießen. Ich hab zum Glück noch bis jetzt. Eine Pistole gehabt.
Kann er denn jeder ausparken, wissen Sie das? Keine Ahnung. Also ich kann es ausparken. Ein Träumchen. Ich wusste bis eben gerade auch nicht, dass wir Hubschrauber haben. Ah, dann ist es ja. Das muss ja neu sein, mich. Oder nicht? Aber wird ja auch benötigt zwischendurch. Für solche Einsätze zumindest. Für andere normale nicht so. Heißt, da wird schätzungsweise eine Flugprüfung für geben, wa? Irgendwann. Chief, Sie könnten noch mal zeigen, was Sie drauf haben. Und was tun? Ja, die ein oder andere Brücke so einfach mal kurz drunter fliegen. Ist auch kein Problem, oder? Hey, hab ich doch gerade. Kurz auch gerade da. Lass erstmal zurückfliegen und Besprechung machen, würde ich sagen. So, dann mal rein mit Ihnen. Für die Abholung. Wir leben einfach. Danke, Chief. Dankeschön. Entschuldigung, ist ein Versehen gewesen. Steigen Sie mal als Co-Pilot ein. Wo ist der Anderle? Bitte? Steigen Sie mal als Co-Pilot ein. Ja, muss ich sein. Suchen Sie ihn, suchen Sie ihn. Ja, nee, ja, Co-Pilot warte. Direkt. Sie? Warte, mein Telefon klingelt. Herr Valeska. Ich vermisse meine Leute. Können Sie mir da vielleicht bitte? Die sind im Gefängnis. Versucht das Kartell auszurauben und meine Kollegen zu töten. Oh. Ich war natürlich nicht dabei. Aha, da gehe ich von aus. So, und jetzt? Drücken Sie mal E. Dann machen Sie mal linke Daumen, rechter Daumen, dann können Sie ein bisschen durchschalten. Die haben auch irgendwo Wärmesicht. No fucking way! Oh, Schüsse! Schüsse! Wo? Präsidium irgendwo. Ich glaube, da ist doch gerade ein Abgang. Eine Notlandung. Gut gelandet. Ach du Kacke, Digga. Ach du Kacke. Wie bist du rausgekommen? Hä? Du hast kann mir einer sagen, welcher geschossen hat? Ja, wir haben die. Der hat geschossen und dann habe ich auf ihn geschossen. Aber der ist gerade zum K.O. Wieso hat er denn noch eine Waffe? Wir das treffen uns auf dem Dach gleich wieder. Ich habe keine Ahnung. Oh, ja. Das fragen wir jetzt die Kollegen, die ihn durchsucht haben. Ja, und jetzt guckt, dass ihr den alles abnehmt. Ja. Ich hatte alles, ne? Waffe, Messer. Und die Kollegen haben sie nicht durchsucht. No, gar nicht. Meine du hattest alles, nicht. Waffe, Messer und dann rennst du hier rum und schießt auf meine Kollegen. Abgestochen. Ja, der hat uns erst abgestochen. Meine Kollegen abgestochen. Und dann hat er auf die geballert. Wo sind wir gerade? Wir sind in den Zellen. Ich lasse jetzt los. Glaube, ich muss mich mal kurz hinlegen. Sie gleich. Sollen zum Dach. Das sagt der Saminski. Ich kümmere mich um den. Der soll sich mal hinlegen. Gucken Sie, dass Sie dem alles abnehmen. Ja, natürlich. Und knuppeln Sie dem in die Fresse dafür, dass der abgehauen ist. Steve, Dimitri ruft Sie die ganze Zeit. Warum sehen Sie schon wieder aus wie ein Sturmtruppler?
Weil ich gerade Pilot war, ich habe mich vorumgezogen schnell. Hä? Yeah. Gehen Sie die Abhandlung machen. Versuch mal zu laufen. Manchmal geht es, manchmal nicht. Aber. Er muss selber runterlaufen, aber alle gut. Okay. Ist der durchsucht? Haben Sie ihm schon alles abgenommen? Ja, Sie haben mich ja durchsucht. Abgenommen. Sie haben mir alles abgenommen. Vielen Dank, Brügge für 100 Bits. Dankeschön. Shannara für 5 gifted Subs in die Community. Vielen, vielen Dank. Akesto, danke für 37 Monate. Genie, danke für 22. Vielen, vielen Dank euch, ihr Lieben. Sie haben mich verloren! Chief, E, nicht F. Chief, hab ich. Können wir? Chief. Kann es sein, dass wir uns abseilen können irgendwie? Probieren Sie es mal über F1. Flieg mal ein bisschen tiefer noch. Noch tiefer? Nochmal, ja, über F1, dann Fahrzeug, vielleicht darüber. Noch lande mal. Okay, geh nochmal hoch. Oh, hier habe ich auch die Kamera. Da ist ein Seil. Oh. Ein Seil runtergelassen. Chief, tschüss, tschüss. Wie? Pass auf dich auf. Dann habe ich gedacht. Die finden das lustig, Herr Lopez, dass sie uns hier abgestochen haben. Ich komme. Ja, okay, bis gleich. Ich bin gleich wieder da. Ich will die 95 kommen. Nicht denn. Ring, ring. Ja. Cool. So, wer findet das lustig, dass er meine Kollegin abgestochen hat? Sie. Er hier vor mir. Sie. Sie finden das lustig. Wenn ihr zu dumm seid, uns vernünftig zu durchsuchen, eigene Schuld. Was ist das für ein Umgang miteinander? Ein asozialer. Ein ziemlich asozialer. Ist das ein Umgang, den Sie hier haben wollen? Nee. Weil wenn Sie das so haben wollen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Weil dann finde ich das möglicherweise auch ein bisschen lustig. Oh, das ist ja lustig. Das macht richtig Spaß. Oh, wie lustig das ist. Wo sind wir denn hier? Ist das lustig? Doch, das ist nicht lustig. Wenn wir uns gegenseitig einfach abschießen und abstechen und am Ende darüber lachen. Entweder wir gehen hier vernünftig miteinander um oder wir können euch behandeln, wie ihr uns behandelt. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wo ihr hier seid, aber das Gesetz hier, das mache ich. Verstanden. Und du solltest darüber nachdenken, wen du in deine Leute aufnimmst. So, der Charakterzug gefällt mir. Lustig.
Soll ich einen Mediziner auch für den Herrn holen, ja, wa? Und ihr nehmt euch kein Beispiel da dran. Behandelt ihr trotzdem anständig. Ich hab nichts gesehen. Wir bräuchten noch. Da steht mein Gesetz. Die Medics, Alter, die können uns eigentlich auch folgen. Und kann es sein, dass der große Knall eben gerade möglicherweise Kozlowski gewesen ist, der mit dem Hubschrauber explodiert ist? Ja, da vorne liegt ein Hubschrauber. Aber das ist nicht Kozlowski da vorne. Hier ist der Rettungsdienst. Ist jemand da? Aber ich kann nicht fliegen und gleichzeitig die Kamera bedienen, oder? Doch. Wobei mir das auch nur nachts was bringt wahrscheinlich, oder? Aber wie heftig man rankommt damit alleine. Gibt's da Wärmebild? Nee, gibt's nicht. Crazy, das ist. Krass. Also allgemein cool, dass wir Helis haben jetzt. Maus, ich kann nicht rangehen. Ich anrufe ihn ab, ja, hab ich. Herr Lopez, kommen Sie mich am PD abholen? Sind Sie eben gerade in die Luft geflogen? Nein. Okay, ich habe eben gerade den Gefangenen mit einer Schrotflinte vor allen erschossen. Ah, gut. Weil er stand dort, er hat gesagt, Ari, ich finde das super lustig, meine Kollegen abzustechen. Da habe ich ihn gefragt, was für ein Umgang das miteinander ist. Da hat er gesagt, ja, wenn die zu dumm sind, keine Ahnung was. Dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn sie das lustig finden, uns so zu behandeln, finde ich das so lustig, sie zu, so zu behandeln. Und habe ihn 6-mal mit einer Schrotflinte niedergestreckt. Haben Sie sehr gut gemacht. Eventuell überdenkt er sein Verhalten, dass man auch anständig miteinander umgehen kann, obwohl man auf einer anderen Seite steht. Das ist auch pädagogisch wertvoll. Sie, deswegen bin ich Pädagoge. Man nennt mich auch Diplom-Pädagogikotisch Lopez.
Ich hole sie am Präsidium ab. Ja, ich glaube ich gleich. Let's go, Chief! Okay, wohin? Weiß ich nicht, irgendwo wir uns abseilen können. Auf Streife? Ja. So lange bin ich aber nicht mehr da, halbe Stündchen noch, ne? Dann ja, muss ich Schläfchen machen. Ich wollte eigentlich auch schon lange... Ja, ich wollte von einer halben Stunde schon. Ja, ich wollte auch 18 Uhr. Ja, 18 Uhr ist RP, ne? Schön. Man muss ja sich auch treu bleiben, ne? Aber dann kam halt noch Einsatz und Helikopter und Abseilen und der Typ, den ich mit Schrotflinte erschießen musste. Abseilen muss ich auch noch ein. Wir werden von einer Streife verfolgt. Wo? Schön, wirklich. Unter uns. Machen Sie langsam, ich seile mich ab, wenn Sie mir sagen, wie ich das machen kann. Ich glaube X, aber ich bin nicht sicher. Nee. Ja, doch, vielleicht. Kommt, tschüss, tschüss, tschüss. Alles klar. Das sah aber cool aus. Das war richtig krass. Sie, wollen Sie auch mal? Ja, ich will auch, ich will auch. Ich auch. Let's go, wie geht das? Wenn ihr oben seid, X. Ihr könnt aber auch erstmal, wenn ihr oben seid, E probieren. Was ist E? Probier's Ahnung. Aus. Alles klar. Ich drücke. Darf ich? Wir sehen das ja. Auf der anderen Seite, Ling Ling. Oha, Digga! Was ist das denn? Kannst zoomen auch damit, ne? Digga, das ist ja mal richtig geil. Jetzt X. Heute. Alles klar, X. Hä? Bei mir passiert da gar nichts. Ach, ja, warte, musst du warten. 31, 30, Linter! Ey, man kann das nur von der Seite machen. Dann wechsel den Sitz. Ich spring jetzt auf das Seil. Ich spring einfach auf das Seil. Ich bin müde. Ach du Kacke. Nun, okay, wir werden gleich einen Arzt brauchen. Ja, ich bin mal da hinten gegangen, ne? Machen Sie das mal bei voller Fahrt, bitte. Was denn? Mal Vollgas. Was bei voller Fahrt? Abseilen. Ja. Tschüss. Das war jetzt keine so gute Idee. In gut. Hola. Ah, in Hubschrauber. Das war nicht die beste Idee, Herr Koslowski. Hat nicht geklappt, Chief. Hat nicht funktioniert. Aber der Arzt ist auf dem Weg. Der geht einfach aus, weil der kaputt ist!
Junge, Junge. Aber Chat, ich bitte euch noch einmal darum, ja, einfach nur eine Bitte. Das ist der Community-Server, das ist nicht RP, das ist nicht KW, ja. Es spielen viele Leute aus der Community, also alle versuchen hier so ein bisschen RP zu machen auch. Aber hier spielen viele Leute aus der Community, die noch niemals RP gemacht haben. Wenn ihr das merkt, dass euer Gegenüber vielleicht unsicher ist oder so, ja, oder nicht richtig weiß, wie er sich verhalten soll, dann fangt nicht an, die Leute irgendwie zu flamen oder sonst irgendwas, ja, oder geht krass in eure Gangsterrolle oder so rein, sondern guckt, dass ihr die Leute im Zweifel auch ein bisschen an die Hand nehmt. Hier hat sich keiner für irgendwie bewerben müssen, hier brauchte keiner irgendwie Erfahrung für oder sonst was, das ist einzig und allein unser Community-Projekt für die Community. Deswegen, wenn ihr merkt, okay, ihr spielt eine krasse RP-Rolle oder ihr seid vielleicht jemand, der viel RP-Erfahrung hat, dann fahrt euch eine Nummer zurück, wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber vielleicht noch RP-unerfahren ist. Und das ist auch der Wink mit dem Zaunfall, den ich dem Dude in der Zelle eben gerade geben wollte, der doch sehr in seiner Rolle gewesen ist. Chillt halt ein bisschen. Ja, es ist der Community-Server. Wenn ihr übelstes RP machen wollt mit und ihr seid übel krass in eurer Rolle und so, dann geht auf KW. Dann geht RP spielen. Aber nehmt ein bisschen Rücksicht auf die anderen Spieler auf diesem Server. Vielen Dank, ich für 3 Monate Resub. Lizzie, danke für 14. Mikro, danke für 17. Vielen, vielen Dank euch. Ich jogge gerade echt zum Präsidium, ne? Warte, ich habe da Dietrich hier dabei. Event, oh, erinnere mich mal nicht daran. Ich muss noch extrem viel machen, Alter. Nicht, eigentlich kann man schon da sein. Ja, der hat sich im Tag vertan. Ich wollte ja heute eigentlich, ich habe euch ja gesagt, heute gibt es einen Stream mit Kami und Karma zusammen. So, das war ja eigentlich der Plan. So, ich wollte einfach mit Kami und Karma ein bisschen quatschen, ein bisschen Just Chatting Stream machen heute. Dann schrieb mir Karma allerdings heute früh, der extra um 4.30 Uhr aufgestanden ist, dass er sich im Tag vertan hat und seinen Flug erst morgen geht. Und dann rief mich vorhin Kami an und sagte mir, er kommt um 23 Uhr an. So, ich wollte mit denen aber schon, also jetzt eigentlich schon, die Technik eingerichtet haben, ja, damit das schon fertig ist und ich im Zweifel bei Eventualitäten vorbereitet bin und morgen noch was machen kann. Weil ich das halt mit denen zusammen machen wollte, damit die auch wissen im Zweifel, wie was funktioniert und was Phase ist. So, auf jeden Fall kommt Karma jetzt morgen und Kami erst heute Nacht. Das ist mir nicht bekannt, hab das geklärt. Ich war gestern nicht im Dienst. Ole. Ich habe ihren Kollegen nicht durchsucht oder gefesselt. Hallo. Aber Ihre Kollegin hat mir eben gerade versucht auszubrechen, um meine Leute abzustechen. Ich wusste von der ganzen Aktion, die da gerade ablief, nichts. Hab ihn daraufhin mit einer Schrotflinte niedergestreckt. Wie viele waren es denn? Weiß nicht, 3, 4. Okay, dann kann es nicht meine Truppe gewesen sein. Naja, der eine, der immer mit ihnen rumhängt, war dabei. Okay, dann war es einer aus meiner Truppe vielleicht. Ah, dann geht er ihnen also fremd. Ja, ist das so. Gut, ich bin im Feierabend. Haben Sie meine SMS gelesen? Na, no, keine Lust.
Ich will Heli fliegen! Ist hier noch einer? Ne, die müssen alle schon wieder raus sein, oder? Ne, die sind noch drin. Hm. Wieso sind die immer noch hier? Müssten die nicht schon längst wieder raus sein? 45. Die ist 45. Ah, schön. Haben Sie sich beruhigt? Nee. Ich hab gerade schon mal mit den Kollegen gequatscht, alles entspannt. Gut, was mit Ihnen? Auch, alles prima. Perfekt. Außerdem das mit dem Messerattacke, das war ja nur, weil der eine Korb in die Zelle gegangen ist und den mit Schlagstock geschlagen hat. Das fand ich nicht cool. Wen hat der mit Schlagstock geschlagen? Der hier. Ihn. Nee. Richtig. Der ist in die Zelle reingegangen, hat den mit Schlagstock kaputt gehauen. Und warum haben sie einen mit dem Schlagstock gekriegt? Einen Einschlag wegen... 4, 5? Ja, weil ich gesagt habe, sie sind ein Lutscher. Sie. Der Meinung bin ich aber immer noch. Sie. Und sie wusste ganz genau, was sie dann erwartet. Wir kennen uns nicht erst gerade. Ja, aber dann 5 Schläge zu bekommen, das sind 4 zu viel. Hab nichts gemacht. Dann? Ja, hallo, Herr Lopez? Herr Maserhahn, kommen Sie mal bitte in die Zelle. Ich komme. Ich kläre das. Check. Und die Nitroflaschen schon alle aufgebraut? Sie, es waren nur 10. Warte, ich muss kurz das SMS lesen. Wer von Ihnen ist dabei gewesen, als der Herr 5-mal mit einem Schlagstock geschlagen wurde? Sonst wäre ja der Medic nicht gekommen. Ich war noch auf dem Weg, die Kollegen abzuholen bei dem Anwesen. Ich war noch im Krankenhaus. Und Sie? Ich war oben. Also keiner hat das gesehen. 90. Hier standen 3 Kollegen dabei. Ich weiß nicht genau welche, aber es waren auf jeden Fall 3 andere Polizisten noch hier. Oder ich glaub, 2. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der andere Maserhahn war aber noch dabei. Maserhahn. Ah, ja. Kommen Sie mal her. Ich bin da. Hierhin. Ja, ich bin doch da. Haben Sie den Typ 5-mal mit einem Schlagstock geschlagen? 2-mal. Und als er dann K.O. war, habe ich noch 2-mal drauf geschlagen, weil er mich geschlagen hat. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, sollen Sie ihn schlagen? 1-mal, aber als ich aufmachen aber wollte, hat er mich angegriffen. Aber Sie haben ihn wie oft geschlagen? 4-mal. Sie haben ihn 4-mal geschlagen, obwohl ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen ihn 1-mal schlagen. Ja, weil er mich geschlagen hat. Sie haben sich hat. Meiner Anweisung widersetzt. Out! Ich sage einmal schlagen, schlagen Sie einmal. Ja, aber er hat mich geschlagen. Kein Aber. Das war Selbstverteidigung. Kein Aber. Ja, alles klar. Nächstes Mal lasse ich mich einmal zusammenschlagen. Perfekt. Was ist hier los? Alles gut. Und Sie haben meinen Kollegen angegriffen, während er Sie geschlagen hat. Das ist Notwehr. Nein, als erstes hat er mich angegriffen. Und dann bin ich in die Zelle. Wir sehen uns noch. So. Zu mir sagt der Petzliese. So. Und jetzt will ich, dass ich hier benommen wurde. Natürlich. Die Herren kommen in 4 Minuten raus. Gut. Sie geben Herrn Maserhahn ein Teddybär, wenn er wieder aufwacht. Sie stellen sich mit einem Regenschirm dahin, damit er nicht angespuckt werden kann. Was mache ich? Sie machen irgendwas Nützliches, außer hier zu stehen. Das ist gerade nicht nützlich.
Ich öffne für sie Pokémon-Karten, um ihn Glumanda zu sehen. Ich hole gleich die Medics ab. Ich würde einfach ihn auslachen. So, einfach hier stehen und so. Haha, das könnte ich machen. Sie werden nicht Ihren Kollegen auslachen. Sie sind dafür verantwortlich, die beiden Gefangenen gleich wieder aus der Zelle rauszulassen. Na klar, Chief, überhaupt kein Problem. Holen Sie auch noch einen Regenschirm, damit er zwei hat. Er sollte den Teddy, glaube ich, holen. Ah, sieh. Dann holen Sie noch einen zweiten Schirm. Ich will nicht, dass der Gefangene den anspuckt. Ist das so ein Klappschirm, ne? Also so ein zusammendrückbarer und so. Ja, ja, zusammen, damit alle erklappt sind, genau. Random Shit, ey. Indiana, 17 Monate, dankeschön. Raw Stylus, dankeschön für 35. Rhino, danke für 14. Grimus, danke für 41. Vielen, vielen Dank. Rea, danke für 57. Hast du schon gesehen, was über dem Pausenraum über der Türe hängt? Ja, warte. Oh.